You got me tripping. Ever since I saw you, I went slipping. Didn't even know you. Couldn't even breathe without you. Genau weiß ich nicht, müssen wir mal zählen. Wenn ihr das anguckt, schau mal, ich glaube, später will der auch mal so eins bauen. Ich kann ihm das schenken, wenn es bis da nicht kaputt ist. Ach, das ist aber super lieb von dir. Du kannst nur zeigen, wie er sowas abbauen kann. Da braucht man einfach mal solche Teile. Ich glaube, er hat sich auch eben drüber gefreut, dass du ihm das angeboten hast. Oh, oh. Oh, ja, süß. Jetzt nicht mehr. Guten Morgen allerseits und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wie ihr gesehen habt, haben wir gerade gemütlich gefrühstückt. Inzwischen ist es so 8:30, würde ich sagen. Aufgestanden sind wir 7:00. Und ja, Nilas und ich, wir sind vom Frühstückszustand aufgestanden, weil er ein bisschen knatschig wurde. Offensichtlich hatte er Hunger, obwohl ich ihn eigentlich 7:00, also kurz vor 7:00 gestillt hatte. Muss ja so 6:30 gewesen sein oder so, als er aufgewacht ist. Da hatte ich ihn dann gestillt noch im Bett. Und dann kamen auch die Kinder rüber, haben uns geweckt und dann haben wir gemeinsam, ja, gefrühstückt. Gesundheit! Und jetzt bin ich mit Nilas wieder hinten im Schlafzimmer. Und jetzt habe ich ihn, also erst waren wir auf dem Sofa, weil ich dachte, ich könnte mich dann wieder an den Frühstückstisch setzen. Aber ich habe ihn jetzt wirklich lange gestillt. Er hat richtig viel getrunken. Er hatte anscheinend einfach auch Hunger und wollte frühstücken. Und jetzt hatte er auf dem Sofa schon die Augen zugemacht an der Brust. Und da dachte ich, gut, gehe ich lieber mit ihm hinter. Aber jetzt sieht es eher nicht nach Schlafen aus. Boah, das Kissen ist schon wieder komplett hier raus. Das passiert irgendwie immer mit diesen Hotel-Bettwäsche-Verschlüssen, die keine Verschlüsse sind, sondern einfach nur zugeklappt werden. Genau. Hey, freust du dich? Und jetzt, Franz macht gerade die Kinder fertig. Und jetzt schnattern wir hier eine Runde. Ja, schnattern wir. Du... Ja. Hi. Na, guten Morgen. Hast du gut geschlafen heute Nacht? Hm? Die Nacht war heute, naja, geht so. Also letzte Nacht habe ich ihn nur ein einziges Mal gestillt, 4:00. Das war wirklich Wahnsinn. Das war Wahnsinn, ja. Boah, das war richtig gut, ne? Da hast du echt toll geschlafen. Und dafür hattest du dann den ganzen Tag über riesigen Hunger. Und heute war es eher so ein bisschen anstrengend. Ja. Heute habe ich ihn gestillt 12:00, 2:00, 4:00 und dann 6:30. Obwohl das ja auch noch vollkommen in Ordnung ist, ne? Ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Alle 2 Stunden ist doch gar nichts, ne? Guckuck. Hallo, Baby. Hallo, wie interessant du die Kamera findest, hm? Hallo.
Ja, Nilas übt fleißig das Schnattern. Er sagt immer, oh. Oh, Nilas. Oh, und er probiert richtig mit seinen Lippen aus, ne? Oh. Genau. Er ist übrigens 8 Wochen alt. Er ist gestern 8 Wochen alt geworden, weil heute ist Freitag. Und ich habe natürlich vergessen, wieder gestern die Fotos zu machen. Deswegen machen wir die dann heute noch, ne? Ja. Die Kinder gehen jetzt in den Kindergarten. Die werden aber Mittagskinder sein. Das haben die sich nämlich super doll gewünscht, dass die mal wieder Mittagskinder sein dürfen. Also haben wir gesagt, gut, heute ist sowieso Freitag und dann machen wir das auch. Außerdem sind wir, glaube ich, heute Nachmittag mit der Oma verabredet. Ich und meine Stilldemenz ist wirklich verrückt. Ich kann mir nichts merken. Ich muss mir das alles aufschreiben. Die ganzen Termine. Zum Beispiel war ich mir ganz, ganz sicher, dass Nilas am 15. U-Untersuchung hat. Dankeschön. Aber er hat sie eigentlich erst am 19. Weil mir gar nicht aufgefallen ist, dass der 15. ja am Wochenende ist. Naja, wie auch immer. Also so verwechsel ich das oder vergesse es komplett. Und naja, genug gequatscht erstmal. Jetzt mache ich mich mit nach drüben und guck mal, dass wir uns vernünftig verabschieden, nicht Nilas? Wenn du nämlich wach bist, müssen wir hier nicht rumsitzen und rumliegen. Können wir lieber was Schönes machen. Ja, Franz ist ja in Elternzeit und wird dann also danach wieder nach Hause kommen, was ich immer total schön finde. Also das ist wirklich richtig genial. Auch wenn man sich wirklich erst dran gewöhnen musste. Aber wir können ja nachher nochmal mit ihm zusammen drüber sprechen. Wir sind inzwischen im Bad und Emil putzt Zähne und zwar wieder mit seiner neuen Zahnbürste. Er hat jetzt nämlich eine elektrische Zahnbürste, die ist neu von Playbrush. Die heißt Playbrush Smart Sonic und es ist eine Schallzahnbürste für Kinder, die genau wie der normale Aufsatz, der da bei Juna zum Beispiel noch drauf ist, mit den Apps funktioniert. Was uns direkt aufgefallen ist, dass sich die Schallzahnbürste hier noch wesentlich schneller und besser, also zuverlässiger verbindet. Und sie ist halt eben, dadurch, dass es eine Schallzahnbürste ist, garantiert sie eigentlich eine effektivere und schonendere Reinigung der Zähne. Wow! Und guck mal, wie gut der Emil damit auch wieder putzen kann. Also alles voll. Moment, warte. Ich bin's nochmal jetzt. Ja, da. Alle... Balken sind voll. Und du hast ein neues Kapitel. Drück mal auf den grünen Pfeil. Auf den grünen? Ja. Zeig mal. Oh. Ja, als nächstes kannst du mal, also Charaktere malen. Genau, zeig mal die Zahnbürste bitte. Warte. Ja. Oh, das ist auch gut. Genau, und die waren zum Beispiel auch, wenn die Kinder zu fest aufdrücken oder sowas. Was ich aber persönlich sehr, sehr gut finde, ist, dass damit natürlich trotzdem die üblichen Zahnputzbewegungen weiter ausgeführt werden müssen. Also nicht so eine, die sich komplett dreht, sondern eben eine Schallzahnbürste. Und damit wird also praktisch das Zähneputzen an sich, das Schrubbeln und sowas nicht verlernt und trotzdem weiter ausgeführt. Dankeschön, lieber Emil. Genau, die müssen wir jetzt nochmal richtig sauber machen. Und die hat halt so einen ganz normalen Kopfaufsatz und dann ist das hier die Zahnbürste. Sieht hübsch aus. Dann kommt die hier auf, auf die Ladestation. Und Juna putzt währenddessen immer noch mit dem normalen Playbrush-Aufsatz. Das funktioniert also alles ganz genau in der gleichen App. Und alle beide Kinder lieben es zurzeit am allerliebsten zu malen. Während ich total dieses Tanzspiel für mich entdeckt habe, das macht auch echt Spaß. Genau, los geht's, Juni, weiter schrubbeln. Jetzt habe ich 19,3. Wow, Emil, hast du viel gefrühstückt. Klar, ich habe 2 Punkte. Ja, Juni hat sich jetzt hier einen Schneemann ausgesucht. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn ihr hier regelmäßig putzt, sammelt ihr so Punkte. Und diese Punkte könnt ihr in Guthaben auf PayPal oder oder für eure Playbrush-Bestellung halt einlösen. Das finde ich total cool, weil dadurch wird man irgendwie noch mehr motiviert zu putzen. Und wir putzen halt auch mit, beziehungsweise ich eigentlich meistens. Ja, Juna, jetzt musst du mal noch hier rechts außen putzen. Das hast du nämlich noch gar nicht geputzt.
hier die Backen erwischen? Guck mal hier, rechts die Backentaschen. Nein. Super. Jawohl, super. Und hier ist gelb. Genau. Und so begleiten wir das eigentlich auch jedes Mal. Also ich gucke dann einfach hier mit, nachgeputzt wird ja sowieso. Und ich gucke dann einfach mit, wo sie noch ein bisschen putzen kann, damit sie auch selbst in alle Ecken geht, ne? Und wenn ihr Lust habt, die auch auszuprobieren, also irgendeine davon von Playbrush, dann könnt ihr gerne meinen Rabattcode benutzen. Der gilt immer. Der heißt natürlich Playbrush. Ich blende ihn euch ein und ihr findet auch alle Infos dazu in der Infobox. Und ihr bekommt damit 20% Rabatt auf euren gesamten Einkauf. Also egal, für was ihr euch entscheidet, ihr bekommt 20% Rabatt. Das ja, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das gerne mal probieren möchtet. Wir sind nach wie vor begeistert davon und deswegen ja, zeigen wir es auch gerne immer wieder und sind immer richtig, also ich bin immer richtig glücklich, wenn man so die Firmen bei solchen neuen Produkten dann irgendwie begleitet und das mitbekommt, wie das alles ja, so passiert. Und das ist einfach total cool, wenn man schon so lange zusammenarbeitet. Man sieht gar nichts mehr. Der guckt verdutzt. Mama, Mama, der guckt verdutzt. Ja, der guckt verdutzt. Tschüss, Juna. Ja, bis heute Mittag. As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, trying to make it work, and I guess Viertel 10, das heißt 9.15 Uhr. Und wie ihr seht, bin ich im Bad. Milas schläft jetzt. Den habe ich gestillt. Und dann ist der doch eingeschlafen. Also er war wirklich müde. Dann werde ich mich jetzt nämlich hier ein bisschen fertig machen. Also einfach nur ein kleines Alltags-Make-up. Damit ich ein bisschen was filmen kann und sowas. Jetzt geht wieder die Lüftung an. Genau. Und wie gesagt, sind die Kinder ja heute Mittagskinder, das heißt, wir haben auch nur bis Mittag Zeit, hier so ein bisschen noch was zu wuseln. Franz ist gerade eben vor 5 Minuten wieder zurückgekommen, der hat ja die Kinder in den Kindergarten gebracht. So. Und ich werde euch dann, wie gesagt, noch ein bisschen was zeigen. Wir haben nämlich noch den DM-Einkauf hier, da dachte ich, kann ich gleich noch so einen kleinen Haul mit einbinden, weil wir einfach ein paar... Ja, weil wir einfach, ach shit, jetzt habe ich das wieder zerstört hier. Weil wir halt einfach einen ziemlich großen Einkauf gemacht haben und ich das eigentlich total gern zeige. Genau, dann werden wir einfach ein bisschen Ordnung machen. Meistens geht Franz dann mit Nilas am Vormittag rauf. Also wir machen zusammen Ordnung, beziehungsweise wenn irgendwas Wichtiges ansteht, was wir zusammen machen, dann machen wir das jetzt. Weil, ja, das halt einfach günstig ist, wenn Nilas schläft, ist ja logisch. Da müssen wir uns da nicht zerteilen. Und ansonsten, wenn Franz dann mit Nilas draußen ist oder irgendwas anderes mit ihm macht, dann komme ich jetzt zum Videos schneiden. So hat sich das jetzt ein bisschen in den letzten, wie viele Tage sind es jetzt? 3 Tage, glaube ich, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, in den letzten 4 Tagen hat sich das halt so eingepegelt,
dass es so eigentlich ganz gut funktioniert. Und deswegen machen wir das so, ne? Genau. Und so, das hätte ich jetzt erstmal. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Wimperntusche drauf. Obwohl ich die gar nicht mag. Die ist hier nur... Die ist ja doch wasserfest. Ich habe mich schon gewundert, warum die immer so schwer abgeht. Auf jeden Fall habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Mist, ey. Ich wollte euch noch zeigen, was ich als letztes genäht habe. Weil ich so unendlich stolz darauf bin, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich meine erste Jacke genäht, also meine erste Jacke für Juna, die sie so richtig draußen anziehen kann. Und die ist einfach so super niedlich geworden, dass ich direkt dazu ein komplettes Outfit genäht habe. Mit Hose, Pulli, also mit Hose und Pulli und Halstuch und Mütze. Und dieses Outfit ist einfach super niedlich geworden. Ich muss immer gucken hier, dass das ungefähr gleich aussieht, obwohl das bei meinen Wimpern nicht machbar ist. Weil ich habe nämlich auf der linken Seite wesentlich weniger Wimpern als auf der rechten. Ach, na toll. Das musste ja jetzt auch wieder passieren hier. Naja. Besser wird es jetzt auch nicht. So. Okay. Genau. Das habe ich vor. Boah, so ist das Licht viel besser, aber so hält der Spiegel leider nicht. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber und ich zeige euch als allererstes mal den DM-Haul, damit wir den einsortieren können. So, da bin ich schon auf dem Sofa. Hier neben mir steht unsere große DM-Einkauftüte und die ist diesmal richtig schwer. Ich glaube, wir haben 50 Euro haben wir, glaube ich, hätten wir bezahlt, aber wir hatten noch Gutscheine. Deswegen haben wir eigentlich fast nichts bezahlt, ein paar Euro noch. Genau, also machen wir mal mit den großen Sachen den Anfang. Wir haben nämlich unser Geschenkpapier aufgebraucht und ich finde, bei DM und Rossmann gibt es einfach super schönes Geschenkpapier immer. Und ich habe jetzt hier zwei Sorten, also zweimal für Kinder ausgesucht und zwar einmal so mit Piraten, weil ich dachte, das gefällt Emil und Juna bestimmt richtig gut. Die fahren zurzeit irgendwie auf Piraten ab auch. Und das andere fand ich einfach so süß. Das ist mit, ist ein bisschen hell hier. So, das ist mit, da, jetzt sieht man es besser. Mit so Regenbogen, Wolken, Mond, Einhörner sind da drauf. Das fand ich einfach so süß. Deswegen habe ich das nochmal mitgenommen. Genau, und damit kommen wir jetzt erstmal wieder eine Weile. Passt auch zu Kindergeburtstagen und für so normale Anlässe, also für Erwachsene, gucke ich dann einfach nochmal bei Rossmann, weil es da immer so schönes Glitzerpapier gibt. Genau. Ja, was außerdem riesig ist, sind die Windeln für Nilas, die Wegwerfwindeln für, wenn wir unterwegs sind. Ich habe schon so oft erklärt, ich glaube, das brauche ich nicht mehr machen. Wir benutzen Lilidu, weil sie einfach für uns halt super funktionieren und ich sie super gerne mag und total unterstützenswert finde einfach. Genau, dann haben wir hier noch eine riesige, schwere Packung. Spezialsalz für den Geschirrspüler. Ja, da gibt es auch nicht weiter viel dazu zu sagen. Außerdem haben wir noch einmal Sisaptil mitgenommen. Das ist diese Reinigungsedition, aber ich finde die, diese Reiseedition, aber ich finde die so gut. Wir haben damit jeden Fleck rausbekommen bis jetzt, weil hier unten ist nämlich auch gleich noch so eine Bürste mit dran. Das heißt, es funktioniert hier direkt auch mit Reibung, dass man den Fleck vernünftig rauskriegt. Genau, da ist diese Bürste dran und da kommt dann das Reinigungsmittel mit raus, das Fleckenmittel. Finde ich richtig gut. Also sogar so richtig gelbe Flecken, wenn bei Nilas die Windel ausgelaufen ist zum Beispiel, auf weißen Klamotten alles rausgegangen. Danach kommt das ganz normal in die Wäsche und es ist praktisch für unterwegs. Dann noch mehr Reinigungszeug und zwar Klarspüler. Auch für den Geschirrspüler. Warum ist es denn jetzt da oben fokussiert? Also wirklich, genau. Wir brauchten halt einfach so ein bisschen was an Reinigungszeugen. Das haben wir jetzt alles einmal aufgestockt. Dann ebenfalls für die Toilette. Da hole ich gleich immer mehreres. Genau, da habe ich einmal von Denk mit. Die haben irgendwie so hübsch ausgesehen einfach. So ganz normale Duftsteine, die man sich unter die Brille hängt. Und dann wollte ich ausprobieren, falsch rum, dieses Gel. Mal gucken, ob man damit vielleicht ein bisschen länger kommt und das ein bisschen ergiebiger ist. Schauen wir einfach mal. Genau, also das beides
auch noch als Reinigungszeug. Dann haben wir eine Lebensmittelmottenfalle, beziehungsweise zwei Lebensmittelmottenfallen mitgenommen, weil wir zurzeit Probleme hatten mit solchen Motten. Wir haben jetzt gefunden, wo sie waren. Sie waren nämlich in einer zugeschweißten Packung Mandeln. Die haben wir also unseren kompletten Vorratsschrank aussortiert. Wir haben die Hälfte bestimmt weggeschmissen, einfach zur Sicherheit. Alles, was offen war, alles, was so Nüsse und sowas waren. Wir haben ja sowieso schon viel in Gläsern, aber trotzdem ja, hat es irgendwie nicht ausgereicht. Und wir hoffen, dass wir damit jetzt die restlichen einfach wegkriegen und dann das Problem beseitigt haben, weil das ist echt lästig. Also damit ist nicht zu spaßen. Genau, dann haben wir uns Glasreiniger nachgekauft von Frosch als Nachfüllpack. Da muss man nicht immer so eine blaste Packung kaufen, sondern wir nehmen dann einfach dieses Nachfüllzeug. Und ich bin sowieso mit den Reinigungsmitteln fürs Bad von Frosch sehr zufrieden. Also auch der Oberflächenreiniger, den finde ich auch super. So, noch mehr Reinigungsmittel und zwar Maschinenpflege. Ihr merkt, wir haben zurzeit Nilas alles in der Küche gebraucht. Und ich gucke mal kurz zu Nilas und ich merke mir, dass ich hier war. Also da bin ich wieder. Nilas wollte ein bisschen gekuschelt werden und Franz hat jetzt einfach übernommen, damit ich das hier fertig machen kann. Wird jetzt nochmal gewickelt und dann nimmt er ihn einfach in die Trage. Und dann können wir hier trotzdem danach weiter wuseln. Genau, ich war ja bei dem Geschirrspülmaschinenpflegeding. Haben wir jetzt hier noch mehr Reinigungszeug? Nee, ich glaube, das war's. Genau, dann haben wir als nächstes, brauchte ich neues Deo und ich habe mir... Hier fehlt schon der Deckel. Der ist bestimmt noch irgendwo hier drin. Ja, ich habe mir zwei Stück ausgesucht, weil ich immer gerne eins in der Handtasche und eins zu Hause habe. Und zwar habe ich immer so Deo Body Sprays, also auf jeden Fall ohne Aluminiumsalze. Und genau, das ist jetzt einmal Ocean Girl und einmal Avocado and Raspberry Kiss. Sehen super niedlich aus und riechen auch richtig, richtig gut. Also es sind zwei verschiedene Sachen, aber ich mag total gerne diese süßen Düfte und die sind, Franz kümmert sich, und die sind auf jeden Fall sehr süß. Ich mag es einfach total gerne. Das hier ist auch schön fruchtig, aber halt eben nicht zu überladen und nicht zu künstlich, finde ich. Also die finde ich ganz gut. Achso, Franz hat auch ein Deo-Spray. Er liebt ja diese Dove-Produkte und genau, da nimmt er sich auch immer Duschgel hat er auch immer davon und ist halt sein Lieblingsduft. Für die Kinder habe ich eine Schaumdusche mitgebracht. Die hat so einen seltsamen Aufsatz und ich glaube, dass sogar dieses Duschgel schon als Schaum rauskommt. Am Anfang dachte ich nämlich, dass das einfach schön schäumt, wenn man sich damit einseift. Aber es scheint so zu sein, dass es direkt als Schaum rauskommt. Das ist jetzt Mango und Papaya von Saubär. Und ich bin gespannt, wie das ist. Dann hat sich Franz ein neues Parfüm ausgesucht. Das stand als Ausstellungsstück da. Und zwar ist das dieses hier von S. Oliver Man. Das riecht auch richtig, richtig gut. Dann habe ich noch für Juna zwei Packungen neue Spangen ausgesucht. Weil irgendwie verschwinden die immer. Also Leute, Spangen verschwinden, Socken verschwinden und Schnuller verschwinden. Und ich frage mich, wie und vor allem wo. Weil selbst als wir umgezogen sind in der alten Wohnung, da haben wir zwar ein paar wiedergefunden, was jetzt so Schnuller und Socken sind, aber das meiste davon bleibt einfach verschwunden und ich frage mich, wie das geht. Ich habe auf jeden Fall welche gefunden, die Juna richtig, richtig toll finden wird. Einmal in Blau und einmal in Pink, das sind ihre beiden Lieblingsfarben. Und Pandas und Einhörner findet, nee, das sind ja Pferdchen und Pandas und Pferde, Einhörner und sowas findet sie sowieso total klasse. Also, dass sie auch immer noch so auf Pandas abfährt, das finde ich total super. Und ich glaube, der Einhorn-Hype geht an fast niemanden so wirklich vorbei. Und da habe ich die jetzt, da haben wir jetzt 6 neue Spangen. Sie spielt jetzt auch super gerne Friseur und will uns immer kämmen und macht dann zigtausend Spangen ins Haar. Ganz, ganz niedlich und deswegen. Spangen sind nie verkehrt. Wenn uns jemand eine Freude machen will, schenkt er uns Spangen und Schnuller und Socken und Schokolade. Ja, so, dann haben wir noch zwei Nahrungssachen. Franz ist nämlich am Regal vorbeigegangen und hat gesagt, du, wenn ich mal wieder was zu trinken haben möchte und es ist nur ein DM in der Nähe, möchte ich super gerne mal den weißen Eistee ausprobieren mit Pfirsich und Himbeere. Und habe ich gesagt, mal los, komm, du hast jetzt zwar gerade keinen Durst, aber wir nehmen es trotzdem mit zum Ausprobieren, dann können wir es zu Hause trinken. Das ist also dieses hier, dieses DM Bio, diese DM Bio Marke. Und ich bin super gespannt, wie der schmeckt. Und außerdem wollte ich den Kindern eine riesige Freude machen, weil wenn wir bei uns im chinesischen Restaurant sind, beziehungsweise hier in der Nähe,
dann lieben die es, wenn die die Glückskekse am Ende bekommen. Und ich habe bei der Emmys Glückskekse gefunden. Die habe ich jetzt einmal mitgenommen. Da sind, glaube ich, 8 Stück drin. Ja, genau, 8 Stück. Und da werden die sich sowas von doll freuen. Da konnte ich einfach nicht vorbeigehen, weil ich wusste, dass das das absolute Highlight für die Kinder sein wird. Und dann habe ich noch ein bisschen was an Klamotten aus dem Sale-Sortiment nochmal mitgenommen. Hatte ich ja beim letzten Mal schon. Irgendwie immer, wenn ich anfange zu filmen, kann ich euch was von DM zeigen, obwohl wir da wirklich nicht oft sind. So, und zwar gab es nämlich Socken super reduziert. Und wie ich schon gesagt habe, die verschwinden ja sowieso immer. Und zwar für 50 Cent ein Paar. Das ist irgendwie nix. Und die sind von Pusblue, die haben ja auch, das ist ja auch diese Öko-Marke. Die sind zwar nicht GOTS-zertifiziert, aber trotzdem von einer super Qualität. Und so, dass sie sich jeder leisten kann, vor allem im Ausverkauf. Ich habe jetzt 4 Paar gekauft und die sehen so aus. Die haben ein Paar diese Variante mit den Rosen. Hallo, könntest du bitte jetzt mal die Socken scharf stellen? Danke sehr. Und die sehen auch so niedlich aus mit solchen Rüschchen hier unten dran. Dann habe ich die mit diesen Blumen. Und mit Kirschen. So. Mit Kirschen. Genau. Und noch einmal mit Zitronen. Sind zwar alles Sommersocken, aber sie sind etwas höher, wie ihr seht. Und deswegen kann man die auch super im Herbst anziehen. Und überhaupt 50 Cent für ein paar Socken. Ich finde das so günstig. Dann habe ich noch für 1 Euro eine Strumpfhose mitgenommen für Nilas in Größe 62-68. Die fand ich auch einfach super putzig und auch da hätte ich noch mehr mitgenommen, aber es gab leider keine mehr in seiner Größe. Und die ist einfach total niedlich mit solchen Dinos und Fußstapfen drauf. Und außerdem habe ich für Juna für nächstes Jahr einen Badeanzug mitgenommen, weil sie das total klasse findet, Badeanzüge zu tragen. Und das ist jetzt Größe 104, fällt aber irgendwie, finde ich, recht klein aus. Ich denke mal, dass es ihr auch jetzt so langsam schon passen könnte. Ist auf jeden Fall so ein blumiges Muster in Blau und Pink. Wie gesagt, sind das ihre Lieblingsfarben. Hier oben sind so Rüschchen dran und hier hinten gibt es sogar noch ein kleines Schleifchen. Super niedliche Details. Unser Sofa knatscht übrigens auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass das irgendwann hier... So. Dass das hier irgendwann ja, seinen Geist aufgibt. Der hat 2 Euro noch gekostet. Vorher hat er 7,90 Euro gekostet. Und da habe ich gesagt, komm, den nehme ich jetzt direkt mit. Ich weiß, dass er ihr super gut gefallen wird. Und damit war's das. Genau, das war mein DM-Einkauf. Und wenn ich jetzt einmal hier so sitze, da drüben liegen nämlich gerade auch noch die Sachen, die ich genäht habe, von denen ich schon gesprochen habe. Da kann ich euch die auch gleich mal zeigen. Weil ich einfach die so niedlich finde. Und vielleicht ist es eine Inspiration für euch, wenn auch jemand noch was nähen möchte, kann ich euch auch gleich nämlich noch die Schnittmuster sagen. Einmal ist es halt, ich fange mal mit dem Hauptstück mit der Jacke an. Damit hat es ja angefangen. Das ist übrigens ein Stoff, den ich ursprünglich mal für mich gekauft hatte. Und zwar, als wir in Berlin waren bei Stoff und Stil. Ja. Und da habe ich den gekauft, um eigentlich ein Sport-T-Shirt oder ein T-Shirt überhaupt daraus für mich zu nähen. Allerdings gefällt er mir jetzt einfach nicht mehr für mich. Und deswegen habe ich ihn jetzt für Juna vernäht, weil ich ihn aus dem Schrank raus haben möchte, weil ich Platz brauchte. Das ist nämlich so ein Stoff, der fühlt sich von außen so ein kleines bisschen an wie, sag schon, wie Badeanzugstoff hier. Ich denke mal, vielleicht ist es ein Lycra, aber ich weiß es nicht, weil ich stand auch nirgendwo mehr drauf. Von innen ist der auf jeden Fall mega kuschelig. Auf jeden Fall ist das hier die Jacke. Ich versuche sie mal irgendwie so zu halten, dass man sie gut erkennen kann. So sieht die aus. Die hat auf jeden Fall eine Kapuze bekommen mit einem Dekoschleifchen oben drauf und Ösen mit Tunnelzug und Kordeln zum Binden anschließend. Und dann ist das so ein Cardigan. Das Schnittmuster heißt Yumi und ist von Rosa Rosa. Ich glaube, jetzt muss ich nochmal die Belichtung hier ein bisschen runterstellen. Irgendwie ist es jetzt heller hier geworden. Vielleicht so? Ja, so kommt auch die Farbe besser rüber. Das ist wie so ein dunkles... Das ist Koralle, genau. Und da habe ich zum ersten Mal auch gerafft, obwohl das mit meiner alten Nähmaschine wirklich dezent bescheiden funktioniert. Hinten ist sie auch gerafft und nochmal unterteilt. Ich finde die einfach super niedlich und ich bin ganz gespannt, wann Juna sie zum ersten Mal anprobieren kann, weil es jetzt einfach viel zu warm war. Genau, die soll sie also dann so zum Übergang anziehen können. Und ich bin ganz, ganz stolz darauf, dass das alles funktioniert hat. Dann habe ich hier passend dazu eine Leggings und ein Pulli genäht. Das hier ist das Schnittmuster Shirt Levi. Das ist ein Freebook. Das ist mit so einem wunderschönen Kragen hier. Der ist einfach mal was anderes als so ein ganz normaler Ausschnitt. Da habe ich noch einen Druckknopf dran gemacht, aber sie kann auch so reinkriechen.
Dann habe ich einen Apfel darauf appliziert, aus den Resten, die noch von dem Stoff übrig geblieben sind. Und der hat, die Ärmel sind ein bisschen zu lang geworden, leider, weil ich das Schnittmuster nur mit kurzen Ärmeln ausgedruckt habe und ich nicht nachgemessen habe. Ich habe also Pi mal Daumen, es ist ein bisschen zu lang geworden, aber es ist gar nicht schlimm. Entweder schneide ich es nochmal ein bisschen kürzer oder es bleibt einfach so. Unten habe ich es mit Schrägband abgeschlossen. Das funktioniert bei mir immer so etwas unsauber. Aber meine Nähmaschine, wenn ich euch das mal zeige, hier hinten, die zieht, also mir ist tausendmal der Oberfaden gerissen und der Unterfaden zieht halt auch irgendwie so komische Schlaufen. Ich habe schon alles probiert, ich habe schon alles umgestellt, aber es ist einfach nichts zu machen. Ja, wie gesagt, habe ich hier einen Apfel drauf appliziert und da sieht man jetzt auch, dass das so kuschelig ist hier. Das ist so ein kuscheliger Stoff. Das hier ist einfach nur Bügelfolie und ich finde, das sieht einfach total niedlich aus. Und passend dazu gibt es dann diese Leggings. Die habe ich komplett aus dem Apfelstoff genäht, weil ich dann nach der Kapuze natürlich noch ganz viel davon übrig hatte. Verbraucht habe ich jetzt einmal von dem hier 50 cm, einen halben Meter. Und von dem anderen war es, glaube ich, ein ganzer oder vielleicht 80 cm. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Und daraus habe ich halt eben das alles rausgekriegt. Und von dem ist jetzt noch ein kleines Stückchen übrig. Und von dem anderen ist auch noch ein kleines Stückchen übrig, woraus man jetzt aber nichts mehr machen kann. Sondern ich zeige euch gleich, was ich dann probiert habe. Auf jeden Fall ist das hier die Leggings. Das ist auch ein Freebook. Das heißt bei Lenchen von bei Graziella. Das sitzt perfekt, ist mit Gummizug oben. Da nähe ich immer hier so ein Schnipselchen rein. Und unten habe ich die ganz simpel gesäumt. Ich habe noch zwei weiße Schleifchen gemacht, die ich eigentlich hier dran nähen wollte. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Vielleicht lasse ich sie einfach so. Und ja, Juna hatte die schon an, die passt prima. Dieser Schnitt ist einfach wirklich perfekt. Also ich finde, der fällt richtig super größengerecht aus. Genauso wie der. Hier habe ich, ich habe überall eine 98 genäht und genau, passt alles ganz prima. Das ist also das. Und dann hatte ich halt danach immer noch so viel Stoff übrig, sodass ich aus dem korallfarbenen Stoff einfach noch ein Tuch genäht habe. Das habe ich einfach, also das ist hier so ein zum Knoten, das habe ich ganz einfach auch Pi mal Daumen abgemessen, habe probiert, dass man es ordentlich knoten kann. Könnte ich auch umtun, also es ist recht groß. Das habe ich oben einfach mit einer normalen Overlocknaht versehen. Das ist also auch nicht doppelt. Genau, so sieht das aus. Ist also nicht doppelt, weil der Stoff ja von links und von rechts eine andere Haptik hat. Und sie sich deswegen einfach aussuchen kann, ob sie lieber die kuschelige oder die kältere Seite haben möchte. Und an den Seiten habe ich einen Rollsaum gemacht. Den ich jetzt übrigens mit der Overlock nähe. Und es funktioniert ja perfekt. Also ich hatte so ein bisschen Schiss, die umzustellen, dass ich danach nicht die richtige Einstellung wieder hinkriege. Aber es ist super. Ich werde jetzt nur noch Rollsäume machen. Genau, und da habe ich das einfach so einmal rundherum abgenäht. Und dann ist es ein schlichtes Tuch dazu geworden. Und dann habe ich noch eine Mütze dazu genäht. Die ist leider zu groß. Sie passt mir und sie passt auch Franz. Juna wollte sie dann doch nicht aufsetzen, aber sie ist sich sehr sicher, dass es ihre Mütze ist. Also sie möchte sie unbedingt haben und sie ist auch total süß. Und zwar ist das die Ohrenmütze von Monster Bella. So sieht die aus. Ich habe dann, weil sie eben zu groß ist, noch Bindebänder dran gemacht. Die waren jetzt nicht extra dafür vorgesehen und habe das hier auch so gut es geht straff gebunden, die Ohren. Ja, die habe ich abgebunden mit so kleinen Jersey-Nudeln. Und auch das hier unten sind noch die Jersey-Reste von dem Apfelstoff. Gefüttert habe ich sie einfach mit Weiß, dann passt sie auch super zum T-Shirt und insgesamt ist es einfach ein ganz, ganz niedliches Outfit geworden. Und ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich wirklich eine komplette Serie gemacht habe, also mit Jacke und Accessoires und sowas. Und ich bin einfach super stolz. Ich finde, es ist ganz, ganz toll geworden. Und ja, jetzt habe ich wieder so lange gequatscht. Ich glaube, das wird sowieso ein XXL-Vlog, habe ich mir heute früh schon gedacht, dass ich eigentlich mal wieder einen machen könnte. Und es gibt auch sehr viel zu erzählen, seitdem wir zum letzten Mal gefilmt haben. Ja, und jetzt schließe ich hier noch den Franz ein. Also ich schließe den Nilas ein, in die Trage. Ja. So, und mache jetzt mal die Kamera aus. Damit ich hier noch was... Nein, ich wollte euch doch noch zeigen, was ich aus den Resten gemacht habe. Ich wollte ein Knistertuch nähen. Und wie ihr hört, es funktioniert. Beziehungsweise es hätte funktioniert, wenn ich nicht die Knisterfolie auf die falsche Seite genäht hätte. Und jetzt ist sie außen. Das wäre ja an sich gar kein Problem gewesen, weil dann hätte ich einfach die Löcher, die ich da reingestochen habe, größer gemacht. Und dann wäre das außen gewesen. Dann wäre das richtig cool gewesen für Nilas zum Fühlen.
Aber leider ist es mir beim Wenden auch schon eingerissen. Wenn die Folie jetzt innen gewesen wäre, wäre das auch überhaupt kein Problem gewesen. Aber so ist es halt einfach kacke. Ja, also es hätte funktioniert. Ich finde, es sieht auch super süß aus. Und deswegen werde ich einfach die Folie hier an den Nähten raustrennen und es dann so benutzen. Oder weil die Wendeöffnung ist hier noch offen. Oder ich stecke sie einfach irgendwie rein. Das ist ja auch kein Problem. Da hat er auch was zum Knistern. Und nähe das dann zu, weil ich fände es jetzt zu schade. Ich hätte jetzt noch Stoff übrig, um, damit es euch ungefähr vorstellen könnt, für noch zwei solche Wolken und Knistertücher. Genau. Da habe ich einfach hier unten so ganz viele von den Bändern reingenäht, mit, bei denen ich sonst sowieso nicht weiß, was ich damit machen soll. Also Webbänder und so Jersey-Nudel-Reste habe ich da einfach dran gepinnt. Und das ist so schön zum Fummeln und zum drauf rumkauen. Genau. Das habe ich damit gemacht. Aber ich sage euch auch, wenn ich nochmal ein Knistertuch nähe, dann kriegt das eine ganz normale Form. Also keine Ecken und Kanten, weil meine Nähmaschine schafft das einfach nicht. Und das mache ich dann erst, wenn ich eine neue Nähmaschine habe, irgendwann. Weil mit der Overlock komme ich einfach nicht so vernünftig um die Kurve rum. Und da sah das auch irgendwie blöder aus. Und deswegen mache ich jetzt nur noch viereckige, dreieckige oder runde Knistertücher. Genau. Ja, sowas kann man dann also aus den Resten machen. Werde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil da packt mich mein Ehrgeiz. Das muss noch einmal funktionieren. Und dann hoffe ich, dass es richtig wird. Und jetzt mache ich aber wirklich aus und wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder was zu sehen gibt. Und jetzt möchte ich euch mal kurz einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, wenn ich das nämlich alles gedreht habe. Ich habe nämlich auch gerade noch Instagram-Stories gemacht, weil wir vom Pummel-Einhorn ein super niedliches Überraschungspaket bekommen haben. Und jetzt kann ich das alles wegräumen. Allerdings sieht das Sofa jetzt erstmal so aus. Und hinten auf der Seite ist einfach der ganze Rest runtergeflogen. Ja, also habe ich jetzt erstmal zu tun, das alles wegzuräumen, damit man sich überhaupt hier im Wohnzimmer wieder irgendwo hinsetzen kann. It's like my engine's overflowing.
jetzt also erstmal erledigt. Das Ding ist einfach, wenn man das Sofa ganz normal freiräumen würde, dann würde das vielleicht 5 Minuten dauern. Wenn man das aber nebenbei filmt und das unbedingt auch mal so filmen möchte, wie ich es gerade probiert habe, ich hoffe, es ist überhaupt was geworden, ich habe es mir noch nicht angeguckt, dann kann das auch schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern. Ja, und jetzt sitze ich deswegen schon hier. Nilas schläft immer noch bei Franz in der Trage. Der arbeitet währenddessen im Stehen in der Küche, warum auch immer. Und, wie bitte? Ja, ich habe mich aber gefragt, warum du im Stehen arbeitest. Naja, weil ich kann mir mit der Trage schon hinsetzen. Klar kannst du dich hinsetzen, der sitzt doch so weit oben. Achso, der mag das nicht. Ja gut, dann ist besser, er schläft weiter. Also er ist ein sehr umsichtiger Papa. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal ein paar Sequenzen von der Speicherkarte runterziehen müssen, weil die schon wieder voll ist. In der Zwischenzeit habe ich auf meinem Laptop, habe ich den jetzt hingefilmt, angefangen hier mein Video speichern zu lassen, den Vlog, den ich noch hochladen muss, weil wir ja jetzt, jetzt habe ich das Mikro zugehalten, weil wir ja jetzt so nach und nach erstmal hier alles abhaken müssen und das dauert auch schon eine ganze Weile. Genau, und wenn das fertig ist, dann kann ich dazu die Sequenzen löschen und kann hier weitermachen, die anderen Videos zu bearbeiten. Die Zeit ist echt super schnell vergangen. Es ist inzwischen genau um 12 und Franz ist gerade los, die Kinder abzuholen. Ich dachte, er kam jetzt hier so rein und sagt, hey, ich muss los. Ich sage, hey, wo willst du denn hin? Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie spät es einfach schon wieder ist. Ja, ich sitze hier nämlich immer noch an meinen E-Mails. Es ist einfach so unendlich viel, das alles aufzuarbeiten. Aber ich bin trotzdem dennoch froh, dass ich den Mutterschutz wirklich so gut genossen habe und mich da überhaupt nicht unter Druck gesetzt habe. Und ja, ich hatte super viel Spaß an Instagram und ich hatte auch immer mal Lust zu filmen. Und es ist jetzt halt eben einfach nur ganz schön aufwendig, das alles aufzuarbeiten. Nilas übrigens schläft jetzt einfach weiter in seinem Nestchen. Also das hatte ich auch noch nicht, dass der so weiter schläft, wenn der aus der Trage kommt, hingelegt wird und in der Trage ja auch schon seit fast 2 Stunden geschlafen hat. Also das ist schon nicht schlecht. Mal gucken, wie lange er jetzt noch schlafen mag. Ich habe ihn ja hier auf jeden Fall im Blick. So lange werde ich jetzt noch weiter meine E-Mails und Kooperationsanfragen und sowas alles beantworten und bearbeiten. Weiterhin Videos zurechtschneiden. Und dann, wenn die Mäuse und Franz wiederkommen, machen wir uns noch was Schönes zum Mittag. Oder Franz bringt halt was mit. Vor 3 Minuten sind die Kinder wieder gekommen. Ich hatte Nilas gestillt und jetzt ruht er sich hier noch ein bisschen bei mir auf. Sieht so aus, als ob der fast wieder einschläft. Das Leben als Baby ist schon anstrengend. Oh, guck mal, wie süß das ist. Dieses Engelslächeln, das ist echt das Niedlichste auf der ganzen Welt. Und es ist so schön. Ich finde, das ist so ein wahnsinniger Vertrauensbeweis, wenn man einfach bei jemandem einschläft und so, also diese Nähe so genießt. Ich finde das einfach, ich weiß auch nicht. Es ist einfach wirklich wahnsinnig schön und so ein großes Geschenk. Ich bin einfach wirklich glücklich, dass er da ist. And I want you. The Lord may know that I am true. To be honest, to be naked, unashamed, I wanna know you more. I really wanna know you more. And it ain't easy to get back on your feet again. And a whole love sooner or later tells me. Wir sitzen jetzt erstmal alle zusammen nochmal am Tisch und essen eine Kleinigkeit. Die Kinder hatten einen Joghurt noch. Obwohl oh Gott, da hinten ist noch ein Haufen Wäsche. Oh nein. Und wir teilen uns noch die letzte Portion Frikassee und Reis, die wir eingefroren hatten. Und dann schauen wir mal, was wir heute Nachmittag machen wollen. Hallo, hallo, hallo. So, hier wird noch das Baby gewickelt und umgezogen, während Emil spielt und Juna duscht. Ich glaube, Nilas ist noch ein bisschen müde. Was meinst du, welcher ist stärker?
Ist ein bisschen knatschig. Der hier ist stärker, der ist aber größer. Wahrscheinlich, weil er müde ist. Und Emil hat coole Lego-Fahrzeuge gebaut. Wir haben noch zwei. Boah. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Eins, zwei. Mama. Bisschen. Mama. Und den noch. Mama. Boah. Mama. So cool. Ja, Juna? So. Nilas schläft wieder im Bett und wir haben uns jetzt an den Tisch gesetzt und spielen alle zusammen eine Runde Monopoly. Und wenn er aufgewacht ist, fahren wir bestimmt los. Ach ja, und wir hören Musik nebenbei. So, hier ist alles aufgebaut. Und dann geht's jetzt gleich los. Staubstraße kaufen. Ich kaufe nie die blauen Straßen. Aber ich habe eben die dunkelblaue Mattallee gekauft. Das ist die beste Straße der Welt. 400. Es gibt aber auch eine. Und ist es das? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das möchte ich kaufen. Den Blaubeer-Cookie kaufen. Sag mal, hast du eben den gekauft? Geguckt. Nein. Willst du den noch kaufen? Haben wir eben vergessen. Ja. Oh, komm, das ist unfair. Okay. Ich glaube, ich nehme den. Ja. Gut, also kaufst du den und den, richtig? Den Vanille-Cookie gekauft. Und ich darf nochmal, ich habe ein paar. Und den Blaubeer-Cookie gekauft und nochmal gewürfelt. Und eben ist Emil nämlich schon mit seinem ersten Zug über losgekommen. Dank einer tollen Ereigniskarte. Ich möchte ja eigentlich noch über den Wolken kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das möchte ich kaufen. Das ist der Hängemattenpark. Das möchte ich kaufen. So, das sind erstmal hier deine Straßen. Ich tue die mal hier hin, okay? Hallo. Oh. Ja. Oh. Oh, fein machst du das. Oh, fein, super. Oh, hallo. Na, was machst du? Oh, was ist denn los? Guck mal, was wir übrigens Leckeres von unseren Freunden geschenkt bekommen haben. Die waren in Österreich in der Manufaktur von Zotterschokolade und haben für Emil und Juna was mitgebracht. Juna hatte so ein Häschen mit Himbeerschokolade, Himbeeren, Kokosraspeln und einer super leckeren Nougatfüllung. Guckt mal, das ist echt richtig cool. Aber irgendwie hat es totale Probleme mit dem Fokus jetzt. Und das war echt, das ist super lecker und deswegen habe ich mir nämlich auch eine Schokolade bestellt. Kann ich euch dann später nochmal zeigen. Guckt mal hier, das sind unsere anderen Zotterschätzchen. Ich bin jetzt echt, nachdem die uns das mitgebracht haben, absoluter Fan von Zotterschokolade geworden. Es ist so, so leckere Schokolade. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich bekam nämlich ein Set geschenkt mit diesen Päckchen. Da waren so 6 oder 7 Stück von dieser Trinkschokolade drin. Und das sind immer ganz viele verschiedene Sorten. Hier ist zum Beispiel jetzt nur noch Kaffee Latte übrig, weil ich schon ganz viele aufgetrunken habe. Die sind einfach echt so lecker gewesen. Und weil ich die so gut fand, habe ich dann in der Mixing Bar hier so und so noch da eine Trinkschokoladenvariante für mich gemacht, wo ich noch 7 sind es, genau, verschiedene Geschmacksrichtungen sozusagen einfügen konnte. Das hat solchen Spaß gemacht. Und als Grundlage hatte ich hier, ich glaube, weiße Schokolade und Mandel-Nougat-Schokolade. Also die weiße Schokolade hier unten und Mandel-Nougat so als Zusatzdings. Und dann habe ich dazu genommen Rose, Vanille, Lavendel, Zimt und Haselnuss-Nougat, Indianerwurzel, Tonkabohne, Chai und das war's. Genau. Yep.
Und da freue ich mich schon drauf, die dann endlich auszuprobieren. Für Franz habe ich auch was mitgenommen. Und zwar einmal hier so eine normale Tafelschokolade. Traubennuss, weil das, glaube ich, seine Lieblingssorte ist. Und man kann da halt eben auch fertige Tafelschokoladen natürlich kaufen. Und ich habe ihm auch eine zusammengemixt. Wie ihr seht, ist die auch schon zur Hälfte aufgegessen. Die hatte ich hier, so sieht die aus. Auch total schön. Mit einer, ich glaube, 70-prozentigen Schokolade und weißer Schokolade gemacht. Sowie Kaffee-Nips, also so Kaffeedinger und kandierte Haselnüsse. Genau, das habe ich da drauf gemacht. Und die schmeckt sehr, sehr lecker. Da ist die jetzt auch noch. Warte, ich hole sie mal kurz raus. Da ist auch noch so eine super leckere Füllung mit so eine Kaffeefüllung ist das drin. So sieht die aus. Und es ist einfach unglaublich lecker, vor allem wenn sie aus dem Kühlschrank kommt. Yep. Genau, das wollte ich euch einmal zeigen. Also falls ihr eine Geschenkidee sucht oder sowas, schaut euch mal diese Mixing Bar online an. Ich verlinke es euch einfach mal in der Infobox. Das ist keine Kooperation, ich habe das selber bezahlt. Ab 25 Euro war es versandkostenfrei. Und der Versand war sonst so teuer, dass ich dann eben noch was dazu bestellt hatte. Und es war zum unter anderem dann auch noch das hier. Zum Probieren eine Schokolade mit Paranuss und Urwaldpfeffer. Die schmeckt sehr intensiv. Also dieser Pfeffer ist schon krass. Die Schokolade ist echt scharf, aber super lecker halt. Also wie gesagt, die Schokolade ist wirklich ein Traum und schmeckt ganz, 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 ganz lecker. Und es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Na du! Guck mal, wer da so glücklich ist. Wir machen jetzt noch schnell die 8-Wochen-Fotos. Und dann fahren wir zu Oma. Juhu. Oh, oh. Jetzt nicht mehr. Man macht sich ja echt zum Klops mit solchen Babys, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall die Fotos geschafft. Nicht? Und jetzt machen wir uns los. Guck mal, die kleinen süßen Babyfüße. Die hat ja eigentlich echt große Füße. Aber trotzdem sind sie natürlich klein hier. Und schauen, die du gemacht hast. Die können wir uns gleich anschauen. Warum werden seine Füße nicht scharf? Jetzt. Oh, da sind sie. Sie sind so niedlich. Du bist so niedlich. Du bist so süß. Ja, bist du süß? Hi. Na, ihr zwei süßen Mäuse. Schickes Kleidchen hast du an, Mutti. Ja, wir wollen. Los geht's. Und guck mal, das hier war übrigens mal meine Schokolade. Die habe ich allerdings erstens, wie ihr seht, schon angefressen. Die ist einfach so lecker. Und zweitens fehlen da aber leider Heidelbeeren, die ich eigentlich da noch mit drauf hatte. Ist mir aber erst eingefallen, als ich sie schon angefuttert habe. Und dann fand ich es auch irgendwie unfair, mich deswegen nochmal beim Kundenservice zu melden. Naja, aber wie auch immer. Sie schmeckt jedenfalls richtig lecker und ich wollte sie euch jetzt nochmal zeigen, weil ich will sie jetzt nämlich weiter essen. Und sonst hätte man ja gar nichts mehr gesehen. Also wie ihr seht, das war ursprünglich mal ein Stern. Und die Verzierung ist wirklich, wirklich schön. Ich habe da so eine Füllung auch noch drin. Da kann man jetzt mal hinten drauf gucken, was ich da alles ausgesucht habe. Und zwar das hier. Ja, es gibt einfach so viel und es macht richtig viel Spaß. Hallo. Wow, was der Emil gebaut hat. Hm? Emil hat den Nilas gerade in die Babyschale getragen. Cool, ne? Wenn er seinen Kopf richtig halten kann, dann kannst du ihn ganz viel rumtragen. Dauert bestimmt gar nicht mehr so lange. Dann bin ich auch stärker. Ja, und Nilas auch, ne? Dann kann er besser den Kopf halten, damit er nicht hin und her fliegt. Oh, der freut sich über dein Auto. Oh, später will er bestimmt ganz viel mit dir zusammen Lego bauen. Sag mal, was hast du überhaupt für eine coole Mütze? Ja, ist der neueste Schrei, ha? Mega cool. Der Verruf nach Ninjago. Ja, ich weiß. Und du hier? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus, du kleine Mutte? Jetzt müssen wir nur noch Juna überzeugen. Die hat nämlich gerade keine Lust, leider. So sieht's auch manchmal aus. Wie ihr seht, sind wir bei der Oma angekommen.
das Losfahren war jetzt nicht so toll, deswegen haben wir da nicht gefilmt. Ja, und Juna hat ein bisschen keine Lust gehabt und ein bisschen geschrien. Ich habe sie dann runtergetragen und im Auto war es dann okay. Wir haben dann ein Paw Patrol Hörbuch im Auto angemacht und dann war der Kummer vergessen und sie freut sich jetzt auch. Ja, Mausi. Und jetzt bin ich hier gerade am Stillen. Nilas hatte nämlich direkt nach dem Autofahren wieder Hunger. Ist ein sehr hungriges Baby heute. Aber ist alles in Ordnung. Genau. Das, dann gibt es gleich Kuchen. Es ist jetzt, glaube ich, so irgendwas kurz vor um 4. Und genau. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Das Wetter sieht nämlich jetzt leider nicht ganz so toll aus. Und ich glaube, es kommen auch ein paar Tröpfchen runter. Aber das soll uns nicht aufhalten, rauszugehen. Zumindest, wenn es nicht in Strömen gießt. Wir haben nämlich noch gar keine neuen Regensachen für die Kinder. Da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt langsam mal drum kümmern. Und ansonsten gibt es hier aber auch im Garten ganz viel zu spielen und zu machen für die Kinder. Deswegen sind wir auch so gerne hier. Und ich habe gerade gemerkt, also mir ist aufgefallen, dass wir auch schon, also dass wir in recht vielen Vlogs hier sind. Und ja, ich bin einfach total glücklich nach wie vor darüber, dass wir die Familie hier so in unserer Nähe haben. Also sowohl meine Eltern als auch Franz Eltern. Und die Kinder oft bei ihren Großeltern sein können. Meine Mama macht zum Beispiel einmal pro Woche einen Oma-Tag mit den Kindern. Und je nachdem, wie das Wetter ist und was gerade so ansteht, macht sie entweder Ausflüge mit ihnen oder sie kommt zu uns und wir gehen zusammen was machen. Oder die Kinder fahren hin. Und wie gesagt, oft fährt sie dann mit den beiden Großen einfach ja, zu irgendwelchen tollen Erlebnissen und kommt vorher nochmal für eine Stunde zum Baby gucken und Babyspielen und sowas. Genau, das ist einfach total toll. Und ja, das ist auch für die Kinder total super. Die haben eine ganz enge Verbindung zu ihren Großeltern und Urgroßeltern. Das ist einfach, ja, ganz, ganz viel wert. Und wir sind dafür auch sehr dankbar, dass wir immer willkommen sind bei unseren Eltern, mit unseren Kindern. Ja, ich finde es ganz, ganz toll. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn die Eltern, also unsere Eltern, einfach, ja, ganz weit weg wohnen würden. Papa, bitte. Das Wasser aufmachen soll. Ich dachte, Papa sitzt hier. Guck Papa. Einfach mal kurz. Ja. Der sitzt genau hier. Ja. Jetzt gucken wir jedenfalls erstmal. Ich wollte das einfach mal loswerden, weil das einfach total schön ist. Und ja, wir uns jedes Mal wieder freuen, wenn wir herkommen können. Genau. Wir sind ungefähr, würde ich sagen, einmal pro Woche bei einem Eltern- oder Großelternteil, also bei Oma und Opa oder Urgroßeltern von den Kindern. Und dann halt immer im Wechsel. Mal sind wir dort öfter, mal sind wir hier öfter. Aber wir gucken immer, dass jeder die Kinder regelmäßig sieht und von uns hört. Genau. Nee, das macht hier lustige Sachen. Ich mache jetzt erstmal kurz die Kamera aus und dann sehen wir uns wieder. Hey, Nilas. Hey, Nilas, bist du jetzt glücklich? Mein Mann schnattern. Oh, ich weine. Oh, hallo. Nein, du musst nicht weinen. Hm? Hallo, bist du jetzt fröhlich? Bist du satt? Hm? Oh ja, das war lecker. Hm? Das war bestimmt ganz lecker. Hm. Nilas, oh. Oh. Oh, Mausi. Na? Oh, kommst du erstmal hoch? Hm? Komm erstmal hoch. So, ich wurde gerufen. Mal sehen, wer jetzt wieder petzen will. Was ist denn? Was? Aber Juna wegnehmen geht nicht. Was denn? Alles? Ja, abwechseln, das stimmt. Dann darf Emil jetzt, Juna, dann darf Emil jetzt noch eine Runde fahren und dann bist du dran. Juni. Warum musst du denn aber, wenn du rumstehst und nicht fährst, kannst du ihn ja abgeben? Oder warum stehst du rum? Okay, dann fährst du jetzt bitte eine Runde und dann ist Juna dran, weil es fängt gerade an zu regnen. Und nicht, dass sie dann gar nicht mehr fahren kann. Komm her, Juna. Hm?
Weißt du, Juna, wenn Emil sich den gerade aus der Garage geholt hat, dann darf jetzt erstmal Emil fahren. Aber du hast recht, aber Juna, du hast recht, weil wir wechseln uns immer ab. Wir haben ja nur einen Trecker, okay? Und nach der Runde bist du dran, dann macht Emil was anderes. Ach, ist das Leben schwer. Wenn man nur einen Trecker hat. So, bitte abwechseln. Emil, komm, abwechseln. Emil, bitte abwechseln. Jawohl, da kommt die Omi. Los, jetzt darfst du fahren. Ich halte ihn fest. Und los geht's. Tut, tut. Das war jetzt gerade sehr, sehr, sehr unausgeglichen und hat ein bisschen auch geschrien, gemeckert. Und was bei ihm wirklich gut klappt, ist ihn einfach in die Trage zu nehmen. Also dann beruhigt er sich wirklich schnell. Alles andere eher nicht so. Gut, Kinderwagen geht auch. Aber Trage ist wirklich das Nonplusultra. Bei einem anderen dauert es eigentlich etwas länger. Beziehungsweise ist es eben auch deutlich anstrengender. Wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit zum Beispiel auf dem Arm trage, ist es natürlich um einiges anstrengender, weil man den Arm die ganze Zeit nach vorne halten muss. Hier jetzt in der Trage klappt es wirklich jedes Mal super. Und wir haben ja noch so eine Trage von Good City, wo man quasi nur unten einmal den Gurt zuschnallt, den Bauchgurt, und dann die Träger hier oben quasi wie beim Tragetuch nur zusammengebunden werden. Und das finde ich persönlich total klasse, weil es sich gut tragen lässt. Allerdings mache ich da irgendwie immer was falsch, jedenfalls bei Nilas, weil irgendwie ist er da nie so wirklich drin zufrieden. Ich habe das Gefühl, er sitzt nicht eng genug bei mir, ich habe aber auch Angst, zu eng zuzuschnüren. Und bei der Trage mit dem Schnallen hier funktioniert es bei mir einfach besser. Also ich nehme ihn einfach rein und er ist wirklich ruhig, er kann sich total entspannen, kann sich zurücklehnen und es ist eben wirklich auch ein hoher Tragekomfort. Weil wir hatten ja bei Juna auch schon so eine Flytire und da hat es wirklich immer super funktioniert. Und wie gesagt, es ist sogar ein bisschen einfacher zu tragen, finde ich, dadurch, dass man nicht über die Schnallen hat und sowas, die auch mit der Zeit mal drücken könnten. Ja. Und jetzt sind wir hier. Ich bin jetzt kurz mal mit ihm rausgegangen, eine kleine Runde laufen und er schläft schon wieder. Es geht wirklich ruckzuck, dass er einschläft. Und wenn er jetzt schläft, dann will ich wieder reingehen, weil wir wollen nämlich drin ein Spiel spielen aus meiner Kindheit, nämlich Sagaland. Super Ding. So, wir spielen eine Runde Sagaland. Nilas ist in der Trage eingeschlafen, nachdem er ein bisschen ungnädig war. Juna hört Kinderlieder und Emil, Franz und ich und die Oma, wir spielen. Und ich habe schon zwei Karten richtig erraten. Und Franz kommt nicht weiter. Es wird nicht mehr, Schatz. Emil will nicht ins Schloss. Ich gehe jetzt ins Schloss. Ich habe jetzt die Nase voll. Mittlerweile ist es draußen schon dunkel. Wir haben vergessen zu filmen, weil wir uns so gut unterhalten haben. Diese Puzzle, ne? Das ist verrückt. Ich kann das einfach nicht, obwohl es vorgezeichnet ist. Ja, und jetzt räumen wir gerade hier alles auf, damit dann alles wieder halbwegs ordentlich ist. Und Emil ist schon irgendwie vor 2 Stunden eingeschlafen. Das ist gerade mal, wie spät ist es? Vom Esstisch aufgestanden und direkt hier reinmarschiert, ne? Ist um 9. Der hat noch nicht gespielt. Na gut, seit um 8 schläft er, glaube ich. Ja, wir räumen noch auf, packen alles zusammen und dann geht's los. Und Nilas ist auch gerade eingeschlafen, während wir den ganzen Rest zusammengepackt haben. Der ist auch K.O. Ja, war jetzt die letzten paar Minuten auch nicht mehr so gut drauf, weil er einfach super müde war. Genau, jetzt machen wir uns los. Alle sind schon fertig, Emi ist im Auto, Juna zieht sich an und ich brauche auch nur noch meine Schuhe und dann geht's los.